Dämonische Waffe aus geschmolzenem Gestein von Izalith. Die Waffe des Dämonen Feuerweisers. Der Dämonen Feuerweiser war der erste Dämon und der letzte Meister der ursprünglichen Feuerkünste, bevor die Hexe von Izalith vom Chaos verzehrte Pyromantie schuf. Okay, Feuermagie ungleich Pyromantie. Gut. Könnte wichtig sein. Und da scheint jemand zu schweben. Bist du aggressiv? Ja, ihr seid die ganz normalen Statuen. Ich dachte, das wäre ein NPC, der da meditiert oder so. Aber nö. Nicht wirklich. So, kurz runter gucken. Weil oben scheint es weiterzugehen. Oh, unten auch, hm? Okay. Und da ist sogar noch ein neues Leuchtfeuer, das wir aufstufen müssten. Kein Wunder, dass wir andauernd Menschlichkeit bekommen. Und wir haben ganz knapp nicht genug Seelen. Das heißt, wir benutzen mal eine von unseren Seelenpaketen hier. Stolzer Krieger könnte schon reichen. So. Wir hätten gerne, zack, aufsteigen. Wir hätten gerne abermals mehr Konditionen. Für primär mehr Ausdauer. So. Wieder Seelen in Sicherheit gebracht. Wir gehen einfach mal weiter runter. Weil wir sind jetzt schon relativ tief, ne? Also wir sind jetzt auf einer Höhe mit dem Abgrund. Ein Ticken drüber vielleicht. Und halt auf der anderen Seite. Und wir könnten Solea oder die Frau rufen. Das heißt, es kommt definitiv ein Boss. Danke für den Spoiler. Aber nee, das wollen wir gar nicht. Wir wollen jetzt mit 11 Flaschen gucken, ob wir da was gerissen kriegen. Ich denke eher nicht. Wie weit war das Leuchtfeuer weg? So. Ja, ich weiß, das war nicht wirklich weit, aber ne? So. Wir hätten gerne Menschlichkeit. 1. 2. Das müsste schon reichen. Entfachen. Menschliche Form haben wir noch. Einmal. Und entfachen. Zweites Mal. Wenn es jetzt wirklich ein schwieriger Boss ist. Also nicht das wie eben, wo wir die Bewegungsmuster schon x-mal gesehen haben. Also dreimal, glaube ich jetzt. Wenn es wirklich ein schwerer Boss ist, ist es eigentlich vollkommen egal, wie viele Flaschen wir haben. Fällt mir gerade so nebenbei auf. Weil der wird uns so oder so töten. Den werde ich gar nicht dazu kommen, mehr als ein, zwei Flaschen zu trinken. Aber ja, vielleicht ist es ja einfach nur eine schwere Version von irgendwas, das wir schon kennen. Und dann sind Flaschen immer gut. Zum Beispiel eben gerade bei dem Boss. Da kam es echt nur darauf an, dass ich genug Flaschen habe. Wenn ich weniger als 5 gehabt hätte, hätte es nicht geklappt. Weil er einfach nicht genug Schaden auf einmal machen kann. Aber ich habe das Gefühl, was auch immer hier hinter ist, kann das. Es hat schon mal eine Cutscene, also es ist garstig. Okay. Okay. Es ist eine zweite Hydra? Nein. Es ist alles. Es ist die Hydra, das ist der Klaffdämon, das ist Lava. Ich glaube, da sollte ich rauf. Okay. Trink. 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 Ja, nee. Das mit dem Tränketrinken klappt hier bei dem schon mal nicht. Dazu ist er zu schnell. Das heißt, ich hätte eigentlich wegrollen müssen, beziehungsweise weglaufen. Und gut, dass wir es aufgestuft haben, hm? Also. Ich sollte wahrscheinlich zuerst auf die Plattform laufen. Also diesen längeren Gang, der da in der Lava ist. Dann sollte ich beim Ring... Haben wir schon Flammenschutzring?
Okay. Und wenn er diese Attacke macht, sollte ich nicht versuchen, einfach so gleich sofort heilen zu drücken, sondern ich sollte erstmal weggehen, dem nächsten Angriff, der wahrscheinlich genau der gleiche sein wird, ausweichen und dann trinken. Dann haben wir nämlich auch genug Zeit. Okay. Rainer. Hallo. Oh, was haben wir hier? Erstmal haben wir hier unseren Seelenhaufen. Dann gucke ich mal, was hier hinten noch so ist. Oh, Loots. Grüne Scherbe. Trink. So, hier ist doch eine schöne Stelle, oder? Wenn wir weiter nach hinten gehen, kommt er da eventuell nicht an. Und wir kommen immer an ihn ran. So, komm her, komm her, komm her, komm her. Raus aus der Lava. Jo. Okay, kommt nicht durchs Schild. Das ist schon mal sehr gut. Wir kommen näher ran. Treff nix. Und er kann fliegen. Das ist ein dezent unfairer Vorteil. Ja, also ist der Klaff. Oh oh. Was macht dein komisches Ding da im Bauch? Trink was. Jo. Schild war super zum Aufstufen und ich sehe gar nichts. Kamera, könntest du bitte, ja, danke. Tong. Pixel, Pixel, Texturen, Pixel, Helm. Okay. Ich will nur dein Bein hauen. Lass mich. Lava. Ich will nur dein Bein hauen. Was war das? Es war kein Sprung, Flieg, Runterfall, Mach tot. Angriff. Das sah aus, als hätte er so ein bisschen ausgeschlagen mit dem einen Bein. Und es hat ganz schön viel Schaden gemacht. Gut. Aber wir haben gesehen, die Stelle da hinten scheint recht nett zu sein. Vor allem hat noch ein bisschen Platz auszuweichen. Auf diesem länglichen Steg in der Mitte wäre das eher nicht so der Fall. Das heißt, da kämpfen wir definitiv wieder. Was machen wir anders? Kameraführung? Keine Ahnung. Also das zielt immer auf das Ding in seinem Bauch in der Mitte. Aber ich denke nicht, dass ich da ankommen werde. Boah, ich muss unbedingt im Einheitenmodus bleiben. Wenn wir da nicht regelmäßig blocken, kriegen wir so viel Schaden rein. Das geht gar nicht. Und ich muss dann versuchen, das Bein zu treffen. Wobei ich das nicht im Autozielmodus machen darf, weil sonst treffe ich das Bein nicht, sondern versuche den Bauch zu treffen und hau daneben. Ja. Nicht schön. Wir brauchen aber den Autozielmodus, um zu sehen, wo das Viech ist, wenn es hochfliegt. Das ist sehr doof. So, du, folg mir. Lauf, 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 lauf. Und hops. So, wir sind einfach kackendreist und heilen uns. So. Ah, Seelenhaufen einsammeln kann ich schaden. So, du. Ah, warte mal, wenn er in der Lava ist, macht er nur die an. Wow, was zur Hölle war das? Das war was anderes als vorhin. Ja. Ich komme da mit dem Schild vorhin super gegen. Da. Gegenstänkern. Jetzt gar nicht mehr. So, gucken. Ich verbrenne, ich verbrenne, ich verbrenne. Warte mal, ich hätte dann gerade eine Stelle, wo ich den Schwanz hätte treffen können. Vielleicht kann ich mir einen Schwanz abhacken. Au. Ich sehe wieder nichts. Stamina regenerieren, Stamina regenerieren. Das war die Attacke. Genau. Trink.
Was machst du jetzt? Hochfliegen. Ich glaube, gerade den Schwanz getroffen. Boah, Kamera! Ich sehe überall nur Zähne und Stacheln und komische Mäuler. 1000 Fuß dem Lonnie. Ja, das macht total Sinn, dich so zu nennen. Ich würde gerne nicht meinen Helm sehen. Okay. Ich würde gern dich hauen. Ah, 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 ah. Trink. Schnell, trink. Gib. Oh, oh. Schild hoch, Schild hoch, Schild hoch. Ja, was machst du jetzt? Oh, oh. Okay, ich lauf mal in eine Richtung weg. Trink einen Trank. Oh, oh. Roll. Lauf, Forest. Trink. Okay. Okay, 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 okay. Hacke. Ab in die Hack. Hack. Hacke. Trink. Und was machst du jetzt? Egal, ich hau. Nein, ich. Hau. Hau. Nein, nein, nein. So knapp, so knapp, so knapp. Und kaputt. Orangener, verkohlter Ring. Menschlichkeit, Heimkichknochen. Und 40.000 Seelen. Das war schon ein bossigerer Boss. Zeigt mir den Ring. Reduziert Lavaschaden. Dieser Ring gehörte einst der Pyromantin Carmina, der talentiertesten Schülerin von Salaman, dem Meister der Pyromanten. Der orangefarbene Edelstein ist zwar stark verkohlt, birgt aber immer noch Charismas, Carminas Kräfte. Er reduziert den Schaden durch Lava und gewährt seinem Träger den Feuertrittangriff. Achso, warte mal, wir können es auch hier direkt anlegen, ne? Ablegen, nein, 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 nein. Ausrüstung. Dün, 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 dün. So. Ach, meine Beine glühen. Feuertritt. Feuertritt. Das muss ich mal bei den Zombies in der Untotenstadt ausprobieren. Also den ganz einfachen Billig-Zombies. Gucken, was da so passiert. Stelle ich mir lustig vor. So, aber es steht, es reduziert Lavaschaden. Er wird ihn nicht negieren. Oh, er reduziert ihn aber ganz schön stark. Okay. Das heißt, hiermit könnten wir jetzt an gewisse Stellen kommen, wo wir vorher nicht hinkamen. Das heißt, den ganzen Krampf, den wir uns von Verfolgen angetan haben, hätten wir uns sparen können zum Beispiel. Da ging es auch weiter mit Hilfe des Rings. Und eventuell sogar da hinten. Aber erstmal gucke ich mal hier. Sieht nämlich sehr verdächtig aus. Kick. Kick. Ja, sieht verdächtig aus, ist aber nichts. Okay. Dann laufe ich mal nach da drüben. Ja, das reduziert wirklich sehr, sehr stark den Schaden. Sehr gut. Da es ja sehr stark den Schaden reduziert, gucke ich mal kurz nach da. Nö, hier ist nichts. Okay. Zurück, 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 zurück. Hier lang. Und immer noch merken, wir haben noch recht viele Abzweigungen oben gehabt, ne? Wir haben Valignuri Solaire. Anzünden. Rasten. Aufsteigen. Und was machst du hier?